Hallo Leute, grüßt euch wieder bei Meinex. Ja, perfekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, es ist ein Hardware-Check wieder dran. Wir haben hier das 500-Watt-Netzteil von Thermatec. Das ist das TR2S, Leute. Aber bevor wir uns natürlich wieder die Fakten reinziehen, schauen wir uns erstmal das 360-Grad-Video an. Ich würde ja sagen, wir gucken uns einfach mal gerade an, was es denn an Zubehör alles dazu noch gibt. Da haben wir hier unseren Kaltgerätestecker. Ich muss ganz ehrlich sagen, der sollte auch bei jedem Netzteil dabei sein, sonst wäre ich echt ein bisschen sauer. Dazu haben wir 4 Schrauben in Schwarz zum Festmachen. Dann haben wir hier noch 2 solche kleinen Anleitungen mit Bilderchen drauf, wie man das dann auf dem Mainboard anzuschließen hat. Ist vielleicht nicht schlecht. Und natürlich das Netzteil selber. Von daher ist schon mal alles dabei, was man braucht. Meinex! Aber was für Anschlüsse haben wir jetzt direkt am Netzteil alle dran? Ja, schauen wir uns doch den hier einfach mal an. Das ist jetzt der 12 Volt für das Mainboard. Ist von daher perfekt. Aber ich muss gleich dazu sagen, das sieht zwar hier ziemlich lang aus, könnte aber ruhig ein Tucken länger sein, wenn man das hinterm Gehäuse langlegt. Dann wird es doch manchmal echt knapp und eng. Aber es geht in den meisten Fällen. Dann haben wir hier unseren klassischen, ja, 24 Pin auch fürs Mainboard. Dazu haben wir dann einen Strang 6 plus 2 Pins für die Grafikkarte. Wenn ich eine größere Grafikkarte habe oder eine Grafikkarte habe, die halt viel Strom verbraucht, dann habe ich hier sogar die doppelt ausgelegt. Das heißt, die kann ich also auch bedienen. Dazu haben wir natürlich den klassischen SATA-Anschluss. Da gucke ich einmal nach, wie viel auf den Strängen jetzt verbaut sind. Da haben wir SATA-Anschlüsse, sind bei dem Netzteil 5 dabei. Und hier haben wir einmal noch die alten Anschlüsse von früher und da sind 4 Stück verbaut. Das ist an der Stelle eigentlich auch in Ordnung. Es ist ein 80 Plus Netzteil, das heißt die Energieeffizienz liegt eigentlich immer über 80%. Das ist an der Stelle eine gute Sache, da verbrate ich einfach nicht viel. Es sind 3 Jahre Garantie drauf, das ist eigentlich auch gut. Der Geräuschpegel ist eigentlich in Ordnung für dieses Netzteil, da kann man sich auch nicht beschweren. Und jetzt kommt der Clou, Leute, im Moment kriegt man dieses Netzteil für um die 40 Euro und das ist natürlich ein echter Pluspunkt, eigentlich schon ein Schnapper von dem, was hier alles geboten wird. Aber nicht vergessen, es gibt jetzt auch Nachteile. Das ist natürlich nicht modular aufgebaut an der Stelle. Das heißt, man kann die Stränge nicht entnehmen, wie bei teuren Netzteilen, und einfach an die Seite legen, wenn sie nicht gebraucht werden. Man hat natürlich im Gehäuse immer alles einmal drinne. So, und damit das natürlich gut oder cool aussieht, tja Leute, da muss man schon echt gut die Sachen zusammenbinden, damit das ordentlich aussieht. Und es hat keine RGB-Steuerung, gar nichts. Also wer auf Beleuchtung verzichten kann, kann mit dem Netzteil und natürlich auf die modularen Geschichten, kann mit dem Netzteil wirklich gut arbeiten. Aber die Abstriche muss man an der Stelle einfach machen. Ja, und mehr bietet halt so ein Netzteil einfach nicht. Und ich danke euch allen fürs Zuschauen, weil hier sind wir schon wieder am Ende. Wenn ihr Bock habt, Leute, Kommentare raus. Wir sehen uns. Bis dann.